und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Heute geht es um La La Land. Ein Film, der für 14 Oscars nominiert ist und ich war von Anfang an skeptisch. Während andere Kritiker da schon sehr gespalten sind. Die einen preisen ihn in den Himmel. Der werte Kollege Thomas aka Forger ist aus dem Kino rausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was passiert jetzt in diesem Film? Er muss doch irgendwie, naja, die Fronten spalten. Okay, ich bin mit meiner besten Freundin Sammy, ihr kennt sie ja aus anderen Videos, in diesen Film reingegangen, ohne jetzt irgendwie etwas zu erwarten. Und dann haben wir uns da reingesetzt, den Film angeschaut und am Ende wollte ich applaudieren. Das ist jetzt so eine Sache. Wie erklärt man das? Also wie erkläre ich jetzt, dass der Film meine Höchstwertung bekommt, also 8 von 8, ohne mit der Wimper zu zucken? Der Film ist, und ich möchte jetzt nicht ausarten in einem Geschwärme oder so weiter, aber ich war an einem sehr zynischen Ort. An einem sehr zynischen Ort, was Kino angeht, weil ich habe mir eigentlich nur noch Produkte angeschaut und ich habe irgendwie das Leben dahinter vermisst. Also ich habe das Leben des Kinos irgendwie, ja, ich fand es nicht mehr so schön und ich hatte auch schon ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, dass ich den Kanal irgendwie umkremple und aufhöre mit Reviews, weil irgendwo ist es ja auch irgendwie alles das Gleiche. Aber dann ist mir aufgefallen, ich schaue mir eigentlich nur eine bestimmte Auswahl an Filmen an und das sind meistens halt die größten. Entweder weil ich die halt unbedingt sehen möchte oder weil ich mir halt denke, das interessiert euch. Und es ist ein wenig zu einem Geschäft geworden, obwohl ich jetzt eigentlich zu eher den kleineren YouTubern gehöre. Aber ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwie wieder diese Macht des Kinos. Und dann kam La La Land daher. Der Film hat atemberaubende Kameraarbeit. Diese Cinematography ist mitunter die beste, die ich jemals gesehen habe. Der Film sieht erstaunlich gut aus. Jede einzelne Aufnahme ist ein Screenshot, so wie eins bei Mad Max. Das ist einfach, da hat man sich um die Color Correction gekümmert, man hat sich um den Schnitt gekümmert. Einfach alles. Das Framing, alles war eigentlich perfekt. Unsere Hauptrollen, von Emma Stone gespielt und Ryan Gosling, sind grandios. Als Künstler, die in L.A., La La Land, L.A., you get it, die in L.A. dann halt irgendwie groß werden wollen, er als Jazzpianist, sie als Schauspielerin. Und es hat mich einfach so gefreut, dass die beiden miteinander einfach funktioniert haben. Ich dachte mir so, oh shit. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht so, oh no, Sebastian. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe nicht Ryan Gosling genannt, ich habe ihn Sebastian genannt. Und eigentlich bin ich kein sehr großer Ryan Gosling Fan. Allerdings so jetzt die jüngsten Filme, die ich mit ihm gesehen habe, da muss ich schon sagen, der ist schon a nice guy. ja, die haben klasse gespielt und das Herzstück des Films ist ja die Musik. Und da bin ich immer so zweischneidig. Also zum Beispiel Walt Disney Filme haben ja immer ihre kleinen Musik-Interludes. Und da bin ich teilweise nicht so game, also nicht so dafür. Aber in dem Film hat es super geklappt. Der Film löst nicht mein absolutes Lieblingsmusical ab. Und das ist South Park The Movie. Weil da waren die Songs einfach alle genial und noch lustig dazu. Aber in La La Land, da haben die Songs einfach gepasst. Es hat einfach alles funktioniert. Und ich war sehr erstaunt. Ich war sehr, sehr erstaunt. Und es gibt dann, natürlich gibt es hier und da Kitsch, der verstreut ist. Das ist ja eigentlich auch klar, weil es ist eigentlich nur eine Romanze. Und das einzige große Manko an dem Film, was ich jetzt irgendwie für mich persönlich gefunden habe, ist diese Selbstbeweihräucherung Hollywoods.
Was sie halt, ich meine, sie gehen auf das Gelände von Universal Studios, weil Emma Watson, Emma Watson, Emma Stone, tut mir leid, ich habe vorhin Watson gesagt, richtig? Crap. Weil Emma Stone dort arbeitet. Und dann gehen sie halt an diesen Sets vorbei und sagt sie, ah, da oben ist der Balkon, wo Humphrey Bogart und bla 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 und Casablanca. Und da habe ich mir gedacht, really? Really? Und es ist dann auch nicht so, dass sie die ein oder andere Filmszene aus klassischen Filmen zeigen. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt Oscar-Bait? Weil die Academy Award Jury besteht aus 80-jährigen alten weißen Männern. Und die Oscars, das bedeutet industrielles Schulterklopfen. Das heißt so, oh, das haben wir aber gut gemacht. Und aus dem Grund wird nie so ein Film wie, ach, ich weiß nicht. Ja, halt irgend so ein extravaganter Film, sowas wie Hardcore Henry, wird niemals irgendwie dann als bester Film dastehen. Es muss immer irgendwas Prestigeträchtiges sein oder halt irgendwie, naja, der Quotenneger, wie wir jetzt halt hier auch haben, Denzel Washington und seine Schauspielkollegin in Fences. Aber okay. Wir lassen mal die Kirche beim Dorf. Der Director, der hier auch schon Whiplash davor gemacht hat, übrigens auch grandioser Film, Not Quite My Tempo, bringt jetzt, würde ich behaupten, den Birdman diesen Jahres, allerdings ohne Zynik, ohne Sarkasmus. Der Film ist einfach nur schön. Und es gibt dann eine Szene am Schluss. Ich möchte nichts vorwegnehmen, nichts vorwegnehmen. Aber es ist halt etwas, es wurde aufgebaut und dann gibt es den Payoff. Und der Payoff war so wunderschön, dass um mich herum im Kino, weil es waren hauptsächlich Mädels drin und ältere Ehepaare und halt wir zwei, und ich habe dann ein Schluchzen um mich gehört und die eine hinten links hat sich gar nicht mehr einbekommen. Er hat gemeint so, schau doch hin, schau doch hin. Ich kann nicht hinschauen. Wow. Und auch ich habe glasige Augen bekommen bei diesem Ende. Und allein diese letzte Einstellung, wo ich werde nichts vorwegnehmen, weil ihr müsst da reingehen. Reingehen! Der Film ist natürlich nicht für jedermann, weil er ist schon sehr speziell. Es ist anlehnend an Kunst, aber es ist die richtige Art von Kino. Also, ich kam raus und habe mir gedacht, das ist Kino. Da haben sich Leute Gedanken gemacht über das Framing. Also, ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand am Straßenbordstein steht, an seinem Auto lehnend, und es sah aus wie ein fucking Gemälde von. Boah! Also, jeder einzelne Frame in dem Film ist wunderschön. Und da filmen sie nur mal kurz so eine Abzugshaube oder so. Also, everything was great. Und sogar der Song, der in dem Film auftaucht, der eigentlich nicht so gut ist in den Augen des Films, war mitunter eins der Highlights des Films, weil dann ist dann er in so einer Band und dann stehen sie auf der Bühne und performen das und so und sie ist im Publikum und ja, es kommt halt für sie nicht so gut an. Aber der Film, also aber der Song war grandios. Und ja, das ist jetzt halt so eine Sache. Wem empfehle ich den Film? Eigentlich allen, weil das ist Kino, wie es sein sollte. Ich muss nur sagen, es ist ein etwas langsameres Pacing, als man das gewohnt ist. Und jedes Mal, wenn ein Song kommt, stoppt halt die Handlung. Aber der Film sieht so schön aus, er ist so schön gespielt. Die Musik ist klasse, er ist von vorne bis hinten durchdacht und der Film versteht Bildsprache. Und er versteht Tonsprache. Und das ist etwas, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich möchte mich in Zukunft an solchen Filmen orientieren. Ich möchte natürlich auch Schwachsinnsfilme sehen, wie zum Beispiel The Bye Bye Man. Aber ja, das war auf jeden Fall ein grandioser Start ins Kinojahr 2017, mal abgesehen von Passengers. Ich habe mir übrigens auch The Great Wall angeschaut, aber ich habe keine Review dazu gemacht. Der war. Pff, müsst ihr nicht schauen, ist ja auch wurscht. Schaut euch La La Land an. Gut, da war es jetzt erstmal von mir. Lass mich auf jeden Fall deine Gedanken wissen. Schreib sie unten in die Kommentare. Da,
Ja, das mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ich bin verliebt in den Film. Und dann war es das jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Kino und vor der heimischen Glotze. Ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.